Willkommen zurück zum Modul Biologie der Finanzmärkte. Nachdem wir gesehen haben, welche Vielfalt von Anlagestrategien es gibt, möchten wir schauen, wie sie miteinander interagieren. Und auch dort ist die Biologie halt ein schönes Vorbild, weil es gibt vier grundsätzliche Interaktionstypen. Es können eine Raubtier-Beutetier-Interaktion geben, ein Verdrängungswettbewerb, eine Symbiose oder ein Parasitismus. Schauen wir zuerst auf Raubtier versus Beutetier. Das Beispiel wäre Füchse versus Hasen. Die Füchse fressen die Hasen, aber was ist das Problem bei der Geschichte? Wenn es keine Hasen mehr gibt, werden auch die Füchse weniger, weil die halt weniger Futter haben. Das heißt, in dieser Interaktion Raubtier versus Beutetier wird nie eine Art gewinnen. Gibt es zu viele Füchse relativ zu den Hasen, dann werden die Füchse weniger Futter haben und weniger Nachkommen zeugen. Und gibt es zu viele Hasen relativ zu den Füchsen, dann können die Füchse sich wieder toll ernähren und dann gibt es nachher wieder mehr Füchse, die fressen wieder mehr Hasen. Das heißt, es wird immer hin und her schwanken, es wird immer viele Füchse geben und wenig Hasen und dann wenig Füchse geben und viele Hasen. Es gibt eine Populationsdynamik, die eigentlich nicht zur Ruhe kommt, sondern die hin und her schwankt. Auf den Finanzmärkten sehen wir das zwischen den sogenannten preisbasierten Strategien und den fundamentalen Strategien. Dafür gab es auch eine Auszeichnung an zwei Forscher, Grossman und Stiglitz, die das sogenannte Grossman-Stiglitz-Paradox damit beschrieben haben. Was machen preisbasierte Strategien? Preisbasierte Strategien versuchen nicht selbst sich zu informieren, dadurch, dass sie in Unternehmen hineinschauen und wichtige Kennzahlen anschauen, vielleicht mit dem Management reden, sondern sie versuchen Informationen nur aus den Kursen zu erahnen. Wenn die Märkte da effizient wären, dann würde es auch reichen, dann kann man ja aus den Kursen alle möglichen Informationen schon herauslesen. Also in so einer Phase würden die preisbasierten Strategien gut florieren, so wie die Füchse immer mehr werden, wenn sie wachsen. Auf der anderen Seite haben wir aber dann sehr wenig fundamentale Strategien, weil die preisbasierten Strategien sehr einfach erfolgreich am Markt werden. Damit kommen weniger Informationen in den Markt, weil keiner sich mehr hinsetzt und tatsächlich die Unternehmen analysiert, sodass diese Basisinformationen, die fundamentalen Informationen in den Markt kommen. Das heißt, haben wir nur noch preisbasierte, dann wird der Markt ineffizient und die fundamentalen Strategien, die wenigen, die dann wieder anfangen, Fundamentalanalyse zu machen, die können sehr gut florieren, weil sie haben einen Informationsvorsprung. Wenn die fundamentalen Strategien wachsen und wachsen und immer mehr Leute fundamentale Strategien machen, dann kommen diese fundamentalen Informationen immer mehr in die Preise und dann wachsen wieder die preisbasierten Strategien. Also auch da wird es eine Populationsdynamik geben zwischen preisbasierten und fundamentalen Strategien. Die Märkte werden phasenweise effizient, phasenweise nicht so effizient. Das heißt, es gibt eine schöne Dynamik durch diese Raubtier-Beutetier-Interaktion. Es gibt aber auch andere Interaktionen im Tierreich wie auch auf den Finanzmärkten, zum Beispiel der Verdrängungswettbewerb. In unserer Region in Mitteleuropa gab es zuvor nur die roten Eichhörnchen, aber aus Australien sind jetzt mit der Zeit die schwarzen Eichhörnchen eingewandert. Die schwarzen Eichhörnchen sind besser als die roten Eichhörnchen aus Sicht der Biologie. Die roten Eichhörnchen sind eigentlich sogar fleißiger als die schwarzen Eichhörnchen. Die sammeln mehr, die verstecken mehr. Aber der biologische Vorteil der schwarzen Eichhörnchen ist, dass sie sich besser merken können, wo sie ihr Futter versteckt haben und auch das Futter der roten Eichhörnchen finden. Das heißt, die schwarzen Eichhörnchen werden mit der Zeit die roten Eichhörnchen herausdrängen. Da gibt es keine Populationsdynamik hin und her, sondern am Ende gibt es dann die schwarzen Eichhörnchen und nicht mehr die roten. Auf den Finanzmärkten erleben wir das im Moment in der Fondsindustrie. Die roten Eichhörnchen sind die sogenannten Publikumfonds, auf England Mutual Funds. Da beschäftigt man einen Manager, der soll den Benchmark schlagen, vielleicht einen Aktienindex, der macht viel Aufwand. Aber neuerdings gibt es die sogenannten Exchange-Traded Funds, die einfach einen Index nachbilden nach festen Regeln ohne Manager. Die sind preiswerter und wir sehen, es fließt viel mehr Geld jetzt in die ETFs hinein, die klassischen Manager werden eigentlich herausgedrängt durch die preiswertere Variante, die sogenannten ETFs. Die nächste Interaktion ist die sogenannte Symbiose. Symbiose heißt, zwei Tiere brauchen sich gegenseitig. Es wird nicht hin und her schwanken, es wird nicht ein Tier die anderen Tiere herausdrängen.
Hier ist ein schönes Beispiel aus Afrika. Da sehen wir ein Krokodil und in dem Maul des Krokodils gibt es einen kleinen Vogel. Dann fragt man sich, warum klappt das Krokodil den Mund nicht zu und frisst diesen kleinen Vogel? Nein, das Besondere ist, der kleine Vogel ist die Zahnbürste des Krokodils. Wir würden auch unsere Zahnbürste ja nicht essen. Die Zahnbürste brauchen wir. Das heißt, es gibt eine Symbiose. Der Vogel ernährt sich von den Resten, die zwischen den Zähnen sind, des Krokodils. Und das Krokodil weiß, den werde ich nicht fressen, weil ich brauche ja meine Zahnbürste. Diese Interaktion gibt es auf den Finanzmärkten auch, nämlich zwischen den sogenannten Derivaten, Put und Call, und den zugrunde liegenden Underlyings, die sogenannten Aktien. Dadurch, dass wir Derivate benutzen können, zusätzlich zu Aktien, können wir Aktienrisiken erträglich machen. Das heißt, die Aktieninvestoren profitieren davon, dass es Derivate gibt. Andererseits gibt es Derivate nur, wenn es auch Aktieninvestoren gibt. Das heißt, da gibt es eine schöne Symbiose zwischen Derivate zur Absicherung von Aktienrisiken. Die letzte Form der Interaktion im Tierreich ist der sogenannte Parasitismus. Auch das kann passieren, dass gewisse Tiere ihren Wirt, das Wirttier oder in diesem Fall die Pflanze, einfach auffressen. Und das ist auch dumm von den Parasiten, weil am Ende ist der Wirt weg und sie selbst haben auch nichts mehr zu fressen. Das gibt es im Moment im sogenannten Hochfrequenzhandel. Hochfrequenzhandel sind Strategien, die schneller sind als das Licht, weil die Strategien agieren sogar schon mit Infrarotstrahlen. Strategien, die schneller sind als das Licht, und diese Strategien versuchen von den langsamen Strategien zu profitieren. Zum Beispiel diese Rebalancierungsstrategie, die ich vorher schon erwähnt habe, die verschiedene Pensionskassen machen, die werden angeknabbert von den Hochfrequenzstrategien, weil die immer ein bisschen erahnen, wohin werden die großen Pensionskassen investieren wollen, und dann machen die sogenanntes Frontrunning, um davon zu profitieren. Nun werden die Pensionskassen nicht aussterben, aber was geschieht an den Märkten ist, die verlassen den Markt, die gehen in sogenannte Dark Pools, das heißt effektiv sind dann diese Investoren weg vom Markt, weil sie woanders hingehen, wo diese Hochfrequenzstrategien nicht zugelassen sind. Alles das sind interessante Interaktionen von Strategien, die man nur sieht, wenn man eben die Brille des Biologen aufhat und damit die Finanzmärkte betrachtet. Im nächsten Modul werde ich zeigen, wer denn über die lange Frist gesehen erfolgreiche Investoren waren, die wir als Vorbilder nehmen könnten.